is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das Todesurteil verhängt. Und es wurde ihm Macht gegeben, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Wenn Jesus das Allerheiligste verlässt, wird sein einhaltgebietender Geist von Herrschern und Volk abgezogen. Nun sind sie der Herrschaft böser Engel ausgeliefert. Dann werden nach Satans Ratschlägen und Anweisungen derartige Gesetze verabschiedet, dass niemand gerettet würde, wenn die Zeit nicht sehr kurz wäre. Ich sah, dass die vier Engel die vier Winde so lange halten würden, bis das Werk Jesu im Heiligtum beendet wäre. Dann würden die sieben letzten Plagen kommen. Diese Plagen erfüllten die Bösen mit Wut gegen die Gerechten. Sie meinten, wir hätten die Gerichte Gottes auf sie herabbeschworen. Und dass, wenn sie die Erde von uns säubern könnten, dann auch die Plagen aufhören würden. Ein Dekret wurde erlassen, aufgrund dessen die Heiligen getötet werden sollten. Dies veranlasste sie, Tag und Nacht um Rettung zu schreien. Das war die Zeit der Angst in Jakob. Ich sah, wie sich die führenden Männer der Erde miteinander berieten. Satan und seine Engel waren tüchtig mit ihnen beschäftigt. Ich sah ein Schriftstück, dessen Kopien in verschiedene Landesteile verteilt wurden. Darin wurde angeordnet, dass nach einer bestimmten Frist jedermann die Freiheit hatte, die Heiligen umzubringen, wenn sie nicht ihren besonderen Glauben aufgeben, den Sabbat über Bord werfen und den ersten Wochentag halten würden. Obwohl ein allgemeines Dekret den Zeitpunkt bestimmt hat, an dem Menschen, die die Gebote halten, umgebracht werden sollen, werden ihre Feinde in einigen Fällen diesem Erlass zuvorkommen wollen. Sie werden versuchen, ihnen schon vor diesem Zeitpunkt das Leben zu nehmen. Doch kann keiner an den mächtigen Schutzengeln vorbei, die jede treue Seele bewachen. Einige werden auf der Flucht aus den Städten und Dörfern angegriffen. Doch die gegen sie erhobenen Schwerter zerbrechen und fallen kraftlos zu Boden wie Strohhalme. Andere werden von Engeln verteidigt, die die Gestalt von Soldaten angenommen haben. Könnten Menschen sehen, wie der Himmel sieht, dann würden sie Gruppen von außerordentlich starken Engeln wahrnehmen, die sich bei all denen aufhalten, die das Wort von der Geduld Christi bewahrt haben. Verständnisvoll und einfühlsam haben die Engel ihre Not mit angesehen und ihre Gebete gehört. Sie warten nur auf das Wort ihres Anführers, um sie aus der gefährlichen Lage herauszureißen. Doch müssen sie noch ein bisschen warten. Das Volk Gottes muss den Kelch trinken, den Jesus trank, und mit der Taufe getauft werden, mit der Jesus getauft wurde. The Lord is coming. Are you ready?